Tom läuft schreiend weg. Gut. Es scheint, dies ist das echte Malerschwert. Ah, und weiter? Es heißt, in Zeiten der Not käme ein Ritter, um das Schwert herauszuziehen. Du bist jedoch viel zu jung. Irgendetwas muss mit dem Schwert geschehen sein. Hier, nimm sie es. Das geht nicht. Das Schwert ist kraftlos und muss aufgeladen werden. Nur du kannst dies tun. Du hast es herausgezogen. Und wie geht das? Besuche Aquaria im Wasserballast. Das machen wir doch. Sie beschützt dieses Land seit 200 Jahren. Sie kann dir weiterhelfen. Okay. Letak, der Dorfälteste will mit dir sprechen. Ah ja, schon wieder. Gut, ich muss auch weiter. Übrigens, ich heiße Victor. Ich warte auf dich vor dem Wasserpalast. Okay, der Victor wartet auf dem Wasserpalast. Worauf wartest du? Keine Ahnung. Ich muss mal eben gucken. Das denn noch mal jetzt? Haben wir hier einen Waffenort? Ich weiß nicht mehr, wie das so genau funktioniert hat. Wir sind Level 2. Erfahrung 31 fürs nächste Level 16. Wir haben 132 Goldmünzen, das ist gut. Das heißt, ich kann mir jetzt mal eben... Oh, ich bin fix und fertig! Achso. Na gut. Dann auf zum Dorfältesten. Sorry. Ältester Letak muss hier weg. Warum? Genau, und zwar sofort. Oh Letak, oh Letak. Warum nur? Warum hast du dieses Schwert genommen? Wir werden alle untergehen. Du hast die Welt auf dem Gewissen. Nur du alleine, genau, mach dir nochmal ein richtig schlechtes Gewissen. Der Will schmeißt dich vors nächste Auto. Also gut, wer ist dafür, dass Letak geht? Alle die Hand heben. Falls er im Dorf bliebe, würde noch mehr Monster auftauchen. Okay, wir werden verbannt. Hau ab! Hau ab! Verschwinde endlich! Bist du bald weg? Wird's bald. Ich will das hier nicht tun, aber ich muss. Ich muss dich bitten, das Dorf sofort zu verlassen. Nimm mit, was du in die Truhe, was du in der Truhe findest, in welcher Truhe? Dir haben wir also zu verdanken, dass all diese Dinge geschehen. Hm. Ich habe dich als Kind zu mir genommen und aufgezogen. Leider kann ich jetzt nichts mehr für dich tun. Vergib mir. Ja, Papa. Benutze den Ausgang im Süden. Geh jetzt, bevor noch mehr passiert. Solange du hier bist, sind wir alle in Gefahr. Verlass uns bitte. Hm, und du hier, holde Jungfer? Es tut mir leid, aber ich kann nichts für dich tun. Es ist nur deine Schuld, genau. Alles klar. Gut, wir gehen mal eben herunter. Gehst du? Bis später, bis später, Schätzchen. Was haben wir denn da? 50 Goldmünzen, das ist schön. Das ist alles. 50 Goldmünzen und ein Arschtritt. Ja, das haben wir schon, das hatten wir schon. Ich hab's dir ja schon einmal erzählt, aber deine Mutter brachte dich als Baby in dieses Dorf, mein Junge. Doch schon bald darauf verschwand sie spurlos. Ich nahm dich auf und liebte dich wie ein Sohn. Doch nun trennen wir uns. Hoffentlich wirst du deine Mutter eines Tages finden. Leb wohl. Ja. Ich bin der König der Welt. Und keiner weiß es. Wir gehen nochmal hier in die Handwerkskammer. Hallo.
Ich verkaufe dir etwas. Weil der Doofheld es gewünscht hat. Ja. Dann hau rein. Stirnband. Ding. Wir haben eine Schutzweste. 20 Goldmünzen. Ich weiß nicht, was die bringt. Ich glaube, wir haben bereits eine Schutzweste. So, ich gehe mal raus. Ich gehe mal zurück. Nein, raus. Lass mich in Ruhe. Denk daran. Was? Neue Klamotten zum Schutz? Ja, okay. Ich guck mal eben. Hä? Wo ist denn meine... Wieso habe ich keine Weste mehr? Doch, habe ich noch drei Schutzweste. Stirnband. Ja, mehr habe ich nicht. Aber die Schutzweste, die es hier gibt, die ist ja jetzt nicht unbedingt besser, oder? Woran sehe ich das? Nö, ist nicht okay. Lebenswasser kann ich nicht mehr. Bonbon finde ich bestimmt gleich. Ich nehme noch mal Heilkraut, so, was soll's. Ja, 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 okay. Wir begeben uns. Weg. Ich speichere mal kurz. Hallo. Nacht kostet 5 Goldmünzen. Möchtest du? Nein, möchte ich nicht. Aber ja. Quelldorf. Level 2. So. Und los geht's. Falls ich den Weg finde. Hey, geh aus dem Weg. Hast du alles? Ja. Du bist aus dem Quelldorf verbannt worden. Hau endlich ab. Ich bin sehr traurig. Das ist wirklich nicht nett. Und da kommen sie schon, die Monster. Oh, ich mach dich so fertig. Wie viel rücken die denn aus? Ah, da geht's direkt weiter. Dann gucke ich mal kurz, was hier hängt. Was haben wir denn hier? Oh, Kanoni-Reisebüro. Ach. Ich erinnere mich. Wie kann man sich mit einer Kanone durch die Gegend schießen lassen? Hey, ciao, bello. Wir, die Kanoni-Brüder, haben fast überall ein solches Reisebüro. Übrigens, Victor hat bereits dein Ticket bezahlt, falls du zum Wasserpalast willst. Ja, bitte? Nein, danke? Ja, gerne? Will ich das? Noch nicht. Wie du willst, der Wasserpalast ist ja nicht weit weg. Achso, ich kann natürlich auch laufen. Ich finde das aber lustig. Ich finde das sehr lustig. Was, die sind sofort wieder da, wenn ich da rausgehe? Das ist aber merkwürdig. Wir schauen mal, wo wir hinkommen. Wow, Pogo-Pusher erledigt. Oh! Ui, die hält aber viel aus. Falsch, ich wollte dir doch an das Schild. Oh, Wasserpalast. Und Quelldorf. Pandoria. Tja, wo möchte ich denn hin? Ich möchte natürlich zum Wasserpalast. Das ist ungünstig. Das ist ungünstig. Ungünstig, aber... Yeah. Aber der Pilz tut mir zum Glück nichts. Himmelarsch, was ist das hier für ein Baum? Kann ich da irgendwas machen?
Gefahr, hungrige Goblins? Da, diese Blume. Sie scheint völlig. Alter! Diese. Oh nein, ich komme hier nicht raus! Die macht mich gleich sowas von alle. Oder auch nicht. Puh. Ja, sag mal. Diese unscheinbaren Blumen. Vampirtulpe. Ah, Vampirtulpen sind das also. Nein, voll daneben. Das gibt's hier gar nicht. Wow, Level 3. So sieht's aus. So wird das gemacht, liebe Freunde. Zum Wuschelkater. Der Wucherkater. Okay, hier gibt's wieder einen Shop. Stimmt. Oh Mann, ey, man erinnert sich so langsam. Ich guck mich mal hier um. Einmal den großen Kreis. Hier gibt's Betten und hier gibt's Klamotten. Und der hat schöne Sachen. Brauchst du etwas? Hey, brauchst du hier? Ich habe. Oh, gäbe es einiges. Was möchtest du denn? Übernachten, handeln. Ich habe tolle Sachen im Angebot. Ja. Ja, zeig doch mal. Oh. Ich weiß, die Walnuss, die war gut. Ich weiß gar nicht mehr, was sie brachte, aber die Walnuss war gut. Honig. Schokolade. Ein Armband. Eine Puschelmütze. Eine Haarschleife. Man sieht gar nicht mehr, was das bringt. Das Fass, damit konnte ich mich irgendwie verstecken oder so. Ich glaube, so ein Armband ist ganz gut. Kann ich mir das leisten? Habe ich kein Geld mehr. Nö, ich will das mal gar nichts. Zeig mal. Gut. Wir gehen weiter. Da ist ja schon wieder die olle Blume. Wie kann man leveln? Die kommen ja immer wieder, die ganzen Viecher. Sehr schön. Heilkräuter. Und Bonbons. Stimmt. Ja. Goldmünzen. 4 Stück. Alles klar. Oh. Hier ist er. Irgendwer, wer auch immer. Wasserpalast. Ich wollte ja eigentlich mit der Kanone, aber da kommen wir bestimmt noch zu. Wer bist du denn? Willkommen. Was? Willkommen. Wir kommen aus Pandoria, um die Hexe Tura zu bekämpfen. Okay. Mach doch. Was ist das? Da wollte ich gar nicht hin. Entschuldigen Sie. Ich muss mal schnell zum Wasserpalast. Das ist der Wasserpalast. Alles klar. Gucken wir hier mal um. Da geht es nicht weiter. Das konnte ich nicht kaputt machen. Wo ist denn der Typ, der mich... Ich glaube, hier werden wir hingeschmissen. Hier ist eine Höhle. Eine unsichtbare Kraft blockiert den Eingang. Okay. Da sollten wir scheinbar noch nicht reinkommen.
Man könnte ja auch einfach erstmal direkt in den Wasserpalast gehen, aber es wäre ja zu simpel. Erstmal abchecken alles. Auf geht's, Letak. Okay, bin dabei. Was? Mach mal die Treppe runter. Ist der geflogen oder was, der Alte? Scheinbar ja. Oh, ein Mana-Samen. So, und jetzt? Hey, Süße, wo ist denn dieser Aquarier? Oh je, wie peinlich. Hallo, Aquarier. Schön, dich mal wieder zu sehen. Willkommen, meine Freunde. Das soll Aquarier sein? Die 200 Jahre alt ist? Hat sich aber gut gehalten. Die war wohl im Tiefkühlschrank. Hallo? Sieh an, sieh an. Das Schwert sieht so aus wie das Mana-Schwert. Ja, und weiter? Aquarier, überall sind Monster. Dieser Junge hat gerade eins erledigt. Was, eins, Mann? Hunderte, Hunderte. Ich weiß, Ebbe und Flut brachten mir bereits die schlimme Nachricht. Was für eine schlimme Nachricht? Ich habe Hunderte erledigt, das ist eine gute Nachricht. Die Mana-Kraft wird immer schwächer, deshalb konnte der Junge auch das Schwert aus dem Stein ziehen. Das wiederum weckte die Monster zum Leben. Noch mächtigere Monster versuchen, die Kraft des Mana-Schwertes zu stehlen. Erst wenn diese Monster besiegt sind, kannst du das Mana-Schwert mithilfe der Waffenorbs wieder reaktivieren. Den ersten Orb hast du bereits vom Sichelanbeter erhalten. So ist das. Doch es gibt noch mehr solcher Orbs. Die Mana-Energie für das Schwert. Suche jemanden, der mit dem Orb dein Schwert stärker machen kann. Okay. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, dann mach doch mal. Begib dich ins Imperium, Victor. Okay. Sie planen, die Mana-Festung zu reaktivieren. Meint ihr etwa die Festung, die in der Legende die Welt zerstören wird? Das ist kein Märchen. Das Imperium versucht, sie wieder zu reaktivieren. Das Imperium bricht die Siegel, die zum Schutz der Mana-Samen da sind. Sie haben es auch schon auf den Samen in diesem Palast abgesehen. Dann ist Pandora auch in Gefahr. Oder was meinst du, Aquarius? Stimmt, Victor. Geh am besten gleich dorthin und warne den König. Okay. Und du, Letak? Du gehst zum Elfenteich. Warum? Was will ich denn da? Die Zwerge, die dort leben, produzieren die besten Waffen weit und breit. Vielleicht kann einer der Zwerge auch dein Schwert mit einem Orb stärker machen. Mit einem stärkeren Schwert erhöht sich auch deine Kampfeskraft. Ist das so? Letak, wovor hast du denn solche Angst? Bereits vor Jahrhunderten haben unsere Vorfahren versucht, die Mana-Kraft mit Hilfe der Mana-Festung zu kontrollieren. Erfolglos. Nur dem Mana-Schwert haben wir es zu verdanken, dass die Welt noch existiert. Nach der letzten Schlacht haben Überlebende diese Welt wieder aufgebaut. Ist das Mana-Schwert? Das ist das Mana-Schwert. Aber es hat seine Kraft verloren. Die letzte Kraftreserve hat es wohl aufgebraucht, als es dich gerufen hat. Warum mich? Welche Kraft? Ja, warum mich? Warum hast du es gerade mich erwählt? Das weiß ich auch nicht. Aber du musst dem Schwert neue Kraft geben. Besser nicht. Wie denn? Und was muss ich tun? Du musst beweisen, dass du es wert bist, dieses Schwert zu tragen. Ich? Das klingt unmöglich. Letak, das Imperium darf auf keinen Fall die Mana-Festung reaktivieren. Stelle die Kraft deines Schwertes wieder her, sonst sind wir alle verloren. Und was muss ich tun? Du musst beweisen, dass du es wert bist, dieses Schwert zu tragen. Weiß ich doch. Na gut. So, und jetzt berühre den Mana-Samen mit dem Schwert. Okay.
ein Ping. Für einen kurzen Moment sind das Schwert und der Samen ineinander verschmolzen. Du hast den Samen mit dem Mana-Schwert versiegelt. Von jetzt an richtet sich alle Kraft dieses Samens nur auf dich. Und zwar egal, wo du dich gerade aufhältst. Es gibt insgesamt 8 solcher Mana-Samen. Du musst sie alle versiegeln. Okay. Hier hast du eine Lanze. Sie wurde früher vom Mana-Ritter benutzt. Oh, schön, eine Lanze. Sie wird durch die Benutzung immer stärker, ähnlich wie das Mana-Schwert. Übrigens, es gibt noch eine weitere Waffe. Es gibt noch weitere Waffen wie diese. Suche überall danach. Ich gebe dir Kraft. Ja, Spiel speichern. Zunächst solltest du zum Elfenteich gehen. Dort musst du nach dem Lava-Tempel suchen. Südlich von hier liegt die Stadt Pandoria, durch die du gehen kannst. Okay, wir gehen durch Pandoria. Okay, alles klar. Ist hier sonst noch irgendwas? Nö. Dann gehen wir mal zurück. Jetzt habe ich ja eine Waffe, ne? Aber die Lanze ist besser als das Schwert. Wir laufen mal ein bisschen mit der Lanze rum. Ich gehe erstmal hier zu den... Ich kann immer noch nicht hier rein. Ich dachte... Ich hätte gedächtet, ich dachte, da hausen die Zwerge, oder wie war das? Wo sind denn die Typen hin, die hier... Oh. Nimmer. Heilkräuter. Okay. Achso, hier ist der Urakater. Ich habe es schon wieder vergessen. Nee, keine Truhe, okay. Ich wollte jetzt... Wir gehen gleich hier runter nach Pandoria. Ich wollte vorher... Vorher wollte ich... Hier hoch. Ach, da komme ich ja gar nicht mehr hin. Ne, da wollte ich gar nicht hin. Nein. Ich wollte zum Kanonier. So, ich habe mir übrigens auch noch Secret of Evermore besorgt. Was ich damals nicht gespielt habe, komischerweise. Da ist ein schönes Spiel an mir vorbeigegangen. Und das möchte ich natürlich noch nachholen. Aber erstmal muss das hier sein. Ey, so, warte mal, muss ich den hier nicht anquatschen? Ja, genau, du hast ein Ticket bezahlt. Ja, bitte, mach mal, ich will mal sehen.
Guten Flug auf die Kalaone. Okay, jetzt gucken wir uns das mal an. Selten dämliche Art zwischen selten dämliche Art einer Schnellreise. Ja, ja, es ist lustig gemacht. Da sieht man aber mal so ein bisschen von der Karte. Klatsch. Natürlich.